Hallo liebe Kinder, ich bin's David. Ich bin heute zu Hause. Ich denke, ihr seid auch alle zu Hause, oder? Und schaut mal, ich habe heute zwei Gäste hier, die ihr alle kennt. Tom ist heute bei mir. Hallo Tom. Hallo David. Hallo liebe Kinder, ich hoffe, es geht euch alle gut. Mir geht es heute super, aber ich vermisse euch natürlich sehr. Und Molly ist auch da. Hallo, liebe Kinder, auch ich vermisse euch schon sehr, aber ich bin sehr froh, dass ich heute beim David sein kann. Molly und Tom und ich haben heute alle ein Lieblingsspielzeug mitgebracht. Tom, was hast du uns mitgebracht? Ich habe es hier versteckt. Ich habe heute ein Auto mitgebracht. Und mit dem Auto spielst du am liebsten? Ja, ich spiele am liebsten mit meinem Auto. Sehr schön, Tom, danke schön. Molly, was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe meine Lieblingspuppe mitgebracht. Mit der spiele ich am allerliebsten. Molly, hat deine Lieblingspuppe einen Namen? Ja, natürlich. Meine Puppe heißt Mathilda. Danke, Molly. Ich habe auch mein Lieblingsspielzeug mitgebracht. Mein Lieblingsspielzeug ist ein Ball. Tom und Molly, sollen wir zusammen spielen? Ja? Okay, wir spielen mit der Puppe und mit dem bunten Ball. Da kommt ein kleines Auto, macht einen großen Knall. Peng! Sollen wir noch ein Lied singen? Ja? Okay, dann können wir alle zusammen singen. Und ihr dürft natürlich zu Hause mitsingen, Kinder, wenn ihr das Lied kennt. Das Lied geht so. Auf dem Boden liegt ein bunter Ball. Auf dem Boden liegt ein bunter Ball. Seht euch mal den Ball an, wie der Ball rollen kann. Auf dem Boden liegt ein bunter Ball. Auf dem Boden fährt ein kleines Auto. Auf dem Boden fährt ein kleines Auto. Seht euch mal das Auto an, wie das Auto fahren kann. Auf dem Boden fährt ein kleines Auto. Auf dem Boden liegt eine schöne Puppe. Auf dem Boden liegt eine schöne Puppe. Seht euch mal die Puppe an, wie die Puppe schlafen kann. Auf dem Boden liegt eine schöne Puppe. Ich hoffe, ihr habt alle zu Hause laut mitgesungen, weil ich habe euch gar nicht gehört. So, dann haben wir für heute genug gespielt. Ich hoffe, dass ihr zu Hause auch ganz viel spielt und ganz viel Spaß habt. Sollen wir noch Tschüss sagen, Tom und Molly? Ja? Okay. Tschüss, liebe Kinder, bis zum nächsten Mal. Danke, Tom. Und Molly möchte natürlich auch noch Tschüss sagen. Tschüss, liebe Kinder, bis zum nächsten Mal. Und ich sage auch noch Tschüss, tschüss Kinder, bis zum nächsten Mal.